Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich begrüße euch ganz herzlich heute zu einem neuen Unboxing-Video, denn ich habe Post bekommen von der Firma geschenkepersonalisieren.de und was sich da drin befindet, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich begrüße euch zu diesem Unboxing-Video. Es ist mal wieder etwas anderes und aber gleichzeitig auch etwas, was ich sehr mag. Es geht nämlich um Schmuck, denn die Firma geschenkepersonalisieren.de hat mich nämlich gefragt, ob ich mal ihre Partnerarmbänder testen möchte. Die hier, da komme ich nämlich jetzt gleich zu. Die waren nämlich in diesem kleinen Umschlag drin. Und ja, ich freue mich sehr darüber. Natürlich ist das Video einmal wieder ausgezeichnet als Werbung, Kooperation, denn ich habe die Armbänder unverbindlich zur Verfügung gestellt bekommen, um sie euch vorzustellen. Ich würde sagen, als allererstes zeige ich euch einmal die Produkte, die ich zugesendet bekommen habe. Vielen Dank nochmal dafür, dass ich sie austesten durfte. Ja, und damit ihr seht, worum es auch geht, blende ich euch hier das ein, das Unboxing. So, wir packen das mal zusammen aus. Es kam in diesem schönen türkisfarbenen Umschlag und hole das jetzt mal raus. Ist auf jeden Fall gut eingepackt. Verzeiht mir bitte, wenn das Licht nicht so gut ist. Ist im Moment echt schwierig, mit dem Tageslicht das einzufangen. Also was ich als allererstes jetzt schon halt sehe, ist, dass es in so Tütchen ankommt. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Also ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, weil ich sie jetzt zur Verfügung gestellt bekommen habe oder ob das generell so ist. Ich würde mir eher wünschen, dass sie in so hübschen ja, Aufbewahrungssäckchen kommen oder ja, ein bisschen etwas hochwertiger verpackt wären. So, ich zoome euch jetzt mal kurz rein. Hol jetzt beide einmal raus. Ich habe, wie gesagt, einmal eins bestellt mit dem Namen von meinem Mann und mir. Falls ihr das sehen könnt, da steht das Becky und bei dem anderen steht Arthur. Und ich habe mich entschieden für einmal den normal, ja, den normalen weißen Zirkon und für einen, ja, wie ich würde jetzt sagen, fliederfarbenen Zirkon. Kommt alles in so einem, in so einer runden Erbskette und hat hier unten diesen Slider, womit man das dann einstellen kann, dass es für jeden passt. Hier unten hängen so kleine Endkappen dran, das finde ich sehr, sehr schön. Dann zeige ich euch das nochmal das zweite. Das habe ich für meine Schwester angefertigen lassen. Man sieht leider hier in der Kamera jetzt mit dem künstlichen Licht etwas schlecht die Namen. Also da steht einmal Sebastian drauf und da Debbie. Das Einzige, was ich jetzt bei den Steinen sehe, da habe ich auch einmal den klaren bestellt, weil ich die für Männer schöner finde. Fand jetzt ein bisschen sehr kitschig, da blau und rot zu wählen. Also er ist jetzt ein roter Stein drin. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich die Farbnummer für Pink bestellt habe. Meine Schwester Pink sehr gern mag. Aber ich finde jetzt auch rot und weiß klassisch und hübsch. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Farbe ist, die sein soll oder ob das ja bei denen Pink ist oder ob das jetzt rot sein soll. Das kann ich euch nicht sagen. Aber schon ganz schön. Also wie ihr seht, sind die Herzchen auch relativ groß und die Steine sind relativ groß. Die Steine sind auch in Herzform angeordnet. Ich mache es jetzt mal um und dann sehen wir uns das mal an, wie es am Arm aussieht. Also ummachen geht es ganz einfach, indem man mit diesem Slider sich das selber so ein bisschen zuzieht. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das mag ich an diesen sehr. Gut, ich habe jetzt natürlich relativ dünne Arme, demnach habe ich viel Gebaumel dran. Das weiß ich natürlich nicht, ob ich das mag oder ob mir das zu viel ist. Ja, aber so auf dem ersten Eindruck her, finde ich, sieht das schon sehr hübsch aus. Funkelt und glitzert und ja, macht schon was her am Handgelenk. Ne? Er hat auf jeden Fall eine schöne Größe, um zu erkennen, was es sein soll. Ja, ich glaube, für Frauen mit etwas breiteren, größeren Armen ist die Größe noch besser geeignet. Ich bin
nicht ganz so ein Fan von sehr großen Motiven. Das ist aber einfach mein persönliches Empfinden. Ich mag lieber filigrane Motive, aber wie ihr seht, finde ich das schon echt ganz schön. Ich mache nochmal das andere um, damit wir nochmal sehen können, wie das mit den Farben wirkt. Also es ist gar nicht so schwer umzumachen. Ziehe dann selber hier an den Slider so ein bisschen fest. Ja, es ist auf jeden Fall auch lang genug, dass man es am Fuß tragen könnte. Also ich jedenfalls. Finde ich auch sehr hübsch. Sieht doch schön aus mit den beiden Steinen. Ne? Schenken ist ja etwas Schönes und es macht auf jeden Fall immer Spaß. Wir wollen daran ja immer Freude haben. Und wie es schon in einem alten Bibelsprichwort heißt, ist geben macht glücklicher als empfangen. Und ja, unter diesem Motto steht natürlich auch das Video. Ich möchte natürlich euch einmal das vorstellen. Ich blende euch hier einmal die Website ein, geschenkepersonalisieren.de, und stelle euch ein bisschen vor, was ihr da so machen könnt. Ihr könnt nämlich auf der Website das passende Geschenk für die individuelle Sache finden. Zum Beispiel für den Partner, für den Freund, für den Papa, für die Mama, vielleicht auch für die werdende Mama, für die Schwester. Denn es ist immer schwierig, die richtige Geschenkidee zu finden. Das geht mir genauso. Ich denke immer wieder drüber nach, was könnte ich dieser Person jetzt schenken? Und da finde ich es schön, wenn ein bisschen Abhilfe gefunden wird. Und ihr findet, wie gesagt, auf der Website ganz viele Geschenkideen für Männer, für Frauen und sogar für Kinder. Also schaut einmal mit mir so ein bisschen durch. Ihr seht hier oben, könnt ihr verschiedene Kategorien euch anwählen und ihr habt dann verschiedene Auswahl an Produkten, zum Beispiel Armbänder, Halsketten, Schlüsselanhänger, Geldbeutel, Ringe und sogar Fotolampen und Geburtsanhänger. Ich finde das wirklich toll. Besonders diese Fotolampen finde ich wirklich sehr interessant. Was mir auch sehr gefällt, ist zum Beispiel diese Holzschnittarbeiten, diese Holzleserarbeiten, wo ihr ein individuelles Bild einsenden könnt und dann wird euch das so raufgelasert. Das finde ich zum Beispiel eine ganz tolle Sache auch zur Hochzeit. Vielleicht würde ich sowas auch schön finden, nochmal mit so einem Hochzeitsbild von uns. Und dann hast du halt das Datum drauf oder vielleicht so den Spruch oder was den beiden verbindet. Es gibt ja auch verschiedene Sachen, wo ihr sagt, das ist genau das, was uns verbindet, ein Song oder viele haben ja auch so einen Herzschlag oder so ein Beat, ne? Also da gibt es ja einiges, was man machen kann. Und das finde ich halt immer sehr, sehr schön, was man da so finden könnte. Ja, ihr könnt hier für Männer auch Sachen finden, wie halt auch Armbänder, Schmuck, aber auch Sachen wie ein Geldbeutel. Das finde ich auch toll. Das ist auch etwas sehr Personalisiertes, wenn man da so einen Namen, also mit Foto weiß ich nicht genau, aber mit Namen zum Beispiel, das mögen Männer eigentlich immer sehr gerne, wenn da so Initialen oder Namen drauf sind. Ja. Und ich finde, da sind einige Sachen dabei, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Und vielleicht findet ihr ja etwas. Ich kann euch noch ein bisschen sagen zur Seite selber. Ihr könnt dort bestellen bis zu 39 Euro. Dann bekommt ihr es versandkostenfrei. Ansonsten kostet es 3,99 pro Bestellung. Die Lieferung dauert leider zwischen 9 und 20 Tagen. Das bedeutet, dass eure Geschenke natürlich wirklich personalisiert werden. Je nachdem, was ihr bestellt, braucht es in der Produktion ein bisschen länger und der Versand geht nachher dann aber relativ schnell. Das könnt ihr alles nochmal in den FAQs nachlesen. Besonders wichtig ist auch nochmal zu sagen, zum Thema Umtausch, dass man, wenn ihr was bestellt, wirklich nochmal alles dreifach kontrolliert, ob die Namen korrekt geschrieben sind oder ob eure ganzen Daten korrekt sind. Denn Umtausch ist laut Gesetzgeber nicht immer möglich bei personalisierten Geschenken. Wenn aber etwas falsch ist und nicht richtig ist, dann ist die Firma gerne bereit, mit euch das auch zu klären. Aber da nochmal der Hinweis, kontrolliert lieber vorher einmal, ob wirklich alles korrekt ist, um euch gewisse Sachen zu ersparen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, sind die sehr, sehr offen, dass ihr mit ihnen kommunizieren könnt und das finde ich eigentlich auch sehr schön. Ich habe ja eben schon im Unboxing angesprochen, dass ich es ein bisschen schade finde, dass die Sachen etwas lieblos verpackt sind. Also da kann die Firma sicherlich noch ein bisschen dran arbeiten, vielleicht ein paar hübsche Organza-Säckchen oder Baumwollsäckchen mit zu versenden, die Sachen noch ein bisschen schöner einzuverpacken und man kann sich dazu Geschenkboxen bestellen. Also zum Armband hier kann man sich individuell eine Geschenkbox dazu bestellen. Das kostet leider nochmal 5 Euro mehr. Da muss man halt gucken,
Ist das für einen okay oder gehört es zu einem gewissen Preis vielleicht auch schon zum Service dazu? Denn viele kleine Labels bieten sowas zum Beispiel immer schon dazu an. Gut, jetzt beim Pandora zum Beispiel ist es auch so, dass ihr die Geschenkbox online nicht extra bekommt, sondern extra bestellen müsst. Müsste man aber mal sehen. Ich zeige euch jetzt hier nochmal das Produkt selber. So sieht es nochmal am Handgelenk aus. Hier ist nochmal das Gebamse. Ja, tatsächlich stört es mich doch nicht so sehr, wie ich es gedacht habe. Das muss man echt mal im Alltag probieren, weil ich habe es jetzt nur zu Hause getragen bis jetzt. Und da muss man mal gucken, ob das halt einen sehr, sehr stört. Ansonsten kann man es auch so ein bisschen ja immer mal reinhängen. Das geht auch und dann hängt es nur so ein bisschen raus. Ja, ich finde es sehr, sehr hübsch. Ich kann euch dazu sagen, die Gravur ist sehr schön tief gelasert. Im Gegensatz zu den Gravuren, die ich kenne, die ich zum Beispiel anfertige im Laden, sind halt manuell graviert mit einer Gravurmaschine. Das hier ist ganz eindeutig gelasert, was sehr, sehr schön ist, weil Lasergravuren wirklich haltbarer sind und länger, was man von hat, weil sie einfach tiefer graviert sind. Man kann auch individueller gravieren, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das Material ist wohl Kupfer, aber ihr habt hier innen drin eine Punze mit Sterling Silber 925er. Ich habe auf der Seite leider dazu nicht so viele Infos gefunden. Da müsste sie auf jeden Fall nochmal nachrüsten, weil ich persönlich finde es immer wichtig, ob ich ein Stück kaufe, was echt ist oder doch nur Modeschmuck. Ich gehe davon aus, dass es das Untermaterial Kupfer ist und das Übermaterial mit 925er Sterling Silber überzogen ist. Also ich werde mal sehen, wie sich das so im Alltag verhält. Verfärbt es sich schnell oder nicht? Oder bleibt es schön? Ist es auch verträglich auf der Haut? Das kann ich euch natürlich erst sagen, nachdem ich es ein bisschen getestet habe. Und ja, das wäre nochmal eine Info auf jeden Fall, dass sie das auf ihrer Seite in den Produktbeschreibungen nochmal mehr aufnehmen, dass es nicht nur Silber ist, sondern es ist wirklich Sterling-Silber. Da steht bis jetzt nur Silber und Silber kann auch silberfarben sein. Deswegen wäre es nochmal ganz deutlich zu deklarieren, dass es auch einen Überzug von 925er Sterling Silber bekommen hat. Die Steine sind aus Zirkon und ihr könnt euch passend zum Namen dann auch euren Wunschfarbe mit eingeben. Ihr habt dann ein Feld, wo ihr den Namen eingebt und daneben halt die Wunschfarbe wählen könnt zum Stein. Ich wollte es so unkitschig wie möglich gestalten. Ich habe mich für das Partnerarmband entschieden, was auch gleichzeitig ein Freundschaftsarmband ist, mit individueller Gravur. Ich habe es aber tatsächlich so gestaltet, dass ich durfte mir ja zwei aussuchen, einmal das ausgewählt habe mit mir und meinem Mann und einmal mit meiner Schwester und ihrem Freund. Tatsächlich habe ich erst hinterher überlegt, weil ich es ja meiner Schwester schenke, dass ich natürlich auch ein Freundschaftsarmband, ein Schwesternarmband hätte machen können, mit ihrem und meinem Namen und dasselbe auch nochmal hier. Aber ich hatte irgendwie an unsere beiden Jahrestage gedacht, die sich im selben Zeitraum befinden und fand es einfach eine schöne Idee, dass sie dann eben auch den Namen von ihrem Freund drin hat und nicht meinen Namen. Denn ich fertige ihr ganz viele Sachen an und da natürlich auch sehr viel Schwesternzeugs. Ja, aber tatsächlich wäre das auch eine schöne Idee gewesen. Und man braucht nicht immer einen Anlass, um zu schenken. Ich werde meiner Schwester es einfach schenken, weil ich sie sehr lieb habe und weil ich die Idee sehr, sehr schön finde. Also vielen Dank nochmal an geschenkepersonalisieren.de, dass ich mir zwei Armbänder aussuchen durfte. Ihr macht auch meine Schwester damit sehr glücklich. Und ja, ich bin mal gespannt, was sie sagt, wenn sie das bekommt. Sie kennt, weiß es noch nicht. Und ja, bin mal sehr gespannt, wenn sie am Donnerstag das Armband auspackt, wie ihr das gefallen wird. Ja, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eigentlich pink bestellt hatte und nicht rot. Aber ich finde es auch mit rot sehr stimmig und ich glaube, es wird ihr auch mit rot sehr gefallen. Hier zeige ich euch das nochmal, dass ich finde, dass er sehr rot aussieht und nicht pink in dem Licht hier. Aber das macht nichts. Ich finde, das trotzdem passt das sehr gut zusammen. Ja, genau. Ansonsten kann ich euch jetzt nur noch das Geschenk machen, dass ihr mit meinem Rabattcode 12BL 12% auf eure Bestellung bekommt, ohne Mindestbestellwert. Also schaut unbedingt mal auf der Seite rein. Ich habe euch alle Links unten in die Infobox gepackt. Da könnt ihr nochmal reinschauen und meinen Code. Und vielleicht habt ihr ja Bock, euch was Schönes auszusuchen. Entweder braucht ihr was für einen Anlass oder ihr schenkt einfach mal was außer der Reihe. Darüber freuen sich die Menschen immer am
meisten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Wir haben uns mal zusammen was angeschaut, ein kleines Unboxing gemacht. Ich freue mich darüber sehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, würde ich sagen. Hier könnt ihr nochmal reinschauen für ein anderes DIY mit Schmuck. Und hier habe ich euch nochmal das letzte Video verlinkt. Und ich wünsche euch somit einen zauberhaften Tag. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Ich sage euch bis dahin. Bye, bye. Au revoir.